Leute, somit herzlich willkommen zu einem Video. Heute am Donnerstag mit einem neuen Video, und zwar mit den Division Rivals und For Champions Rewards. Ihr seht, die For Champions sind noch nicht da, aber die Division Rivals. Wir haben es 9.05 Uhr und die kommen ungefähr in 55 Minuten. Und wir werden jetzt erst die Division Rivals Packs nehmen und öffnen. Und danach werden wir noch, also ich werde einen Cut machen. Da ich heute relativ viel Zeit habe, werde ich dann das Video noch am PC schneiden und nicht einfach wie sonst immer hochladen. Und ich mache hier noch gerade die Challenge für die Wochenaufgabe. Da brauche ich noch eine Vorlage mit USA-Spielern, dann habe ich das auch. Und ich habe in den Wochenaufgaben schon Gomez, also die beiden Tauschdeals und Gomez abgeschlossen. Ich bin gerade dabei, wie gesagt, noch ein Tor mit den USA-Spielern. Da bin ich bei Rice noch dabei, das macht der Leon auf Ehre. Und wir haben das folgende Team der Woche. So sieht's aus. Ich mache mal ganz kurz Footbit auf für die Preise. Auf jeden Fall, gestern Abend war Alaba als Hero, der hat ja wirklich gut gegen Frankfurt gespielt. Richtig teuer, der war Instinct, weil er nur eine Price, wo er so eine Maximalpreis von 100k hatte, jetzt kostet er 104k. Insgesamt ist das ja so, wenn die Leute einen Preis schwanger bekommen, dann werden die ganz oft nicht raufgestellt, also zu niedrige. Und am Ende sind die dann doch unter dem Preis. Auf jeden Fall, später bei den Food Champions können wir ja bis zu 87er einen Trotz bekommen. Das wird dann ein aus dieser Saudi League. Mal gucken, wen wir da bekommen. Auf jeden Fall haben wir Wondolowski, der ist teuer, der kostet immer noch seine, wirklich, warum ist der jetzt hier nicht drinnen? Doch da, 60k kostet der, wie gesagt, noch. Und ja, das Team of the Season von der Premier League und von der Saudi League ist immer noch drin. Also die teuersten sind mit, also über 100k sind Alaba, Ben Yedda, Donnarumma und Koulibaly. Das heißt, die drei und der. Also Zierich hat das zweithöchste Rating, hat aber nur 81k als Wert. Also der kann man gut einkaufen für SBCs, für eigene SBCs. Ich würde sagen, let's go. Wieder wie letzte Woche die Packs oder so. Also ich werde nicht mehr unnötig schwitzen für die Spieler. Also ich mache ein paar Spiele in der Weekend League am Wochenende und ich spiele diese Spiele für die Wochenaufgaben, mehr mache ich da aber auch nicht. Wie jede Woche 39k, 1,45 und 30k Pick Tradable oder das doppelte Untrade. Untrade, weil ich noch ein paar Premier League Upgrades machen möchte. Also ich möchte auch noch einen dieser besonderen Premier League Upgrades machen, deswegen nehme ich die Coins, nehme ich die Spieler, so die Packs. Auf jeden Fall haben wir dann, der Shop ist momentan nicht verfügbar. EA, weil alle jetzt ihre Packs bestimmt ziehen, ne? Das kann jetzt nicht wahr sein. EA, bitte, joke nicht rein. Ich will FIFA Points kaufen, Kappa. Das ist doch noch in diesem FIFA noch gar nicht passiert gewesen. Es geht doch, ich wollte schon sagen. Also wir haben 2,30 und 2,45er. Für keins der Packs haben wir hier Pack Rates. Nein, ich bin rausgegangen. Das kann jetzt nicht wahr sein. Ey, wenn ich jetzt nicht deswegen reinkomme, Mann. Och nee. Aber wirklich, man muss sagen, alle 80er und 82er Infos sind einfach bei 10k beim Abschlusspreis. Die kann man jetzt richtig gut noch investieren. Und auch die 86er Infos, die im Team der Woche sind, scheiße, Mann. Also insgesamt, man kann richtig gut investieren noch für die Icon SBC, für die Icons oder für die Bundesliga, Tots, SBC oder so. Das ist, finde ich, richtig krass. Ah, jetzt geht's. Okay. Wir fangen wieder mit den 30k Packs an. Und dann machen wir die 45er. Bitte, geh jetzt. Ich habe keinen Bock, dass das so lange lädt und dass ich das Video nochmal abbrechen muss. Ich schneide das schon in zwei Teilen. Das ist schon Arbeit, das zu synchronisieren. Komm schon, EA. Bitte. Bitte. Öffne dich, du Scheißpack. Ja, endlich. Ach, kein Walkout. Aber den Schlitz. Also,
Pirk sind da sowieso an Trade, deswegen. Kovacic, nee, Mandzukic. Ja. Es gibt mittlerweile Subatic, Kovacic, Mandzukic und Kramaric. Ja, toll. Keiner aus der Premier League hat sich nicht gelohnt, die Packs zu nehmen. Ich will aber eigentlich noch ein Premier League Upgrade machen. Vielleicht mache ich das ja nach den Foot Champions Upgrades. Mal gucken. Wie gesagt, der Shotbit ist ein bisschen on fire, also der lädt ein bisschen hier länger. Ja. Nicht so cool, dass er so lange lädt. Vielleicht lädt er ja gerade die Premier League Trots auf bei mir. Also ich habe bisher 3 Trots gezogen. Dieser Torwart aus der Ukraine. Dann habe ich gezogen Amrabat und dieser Rechtsverteidiger. Also 3 Saudi-Trots habe ich gezogen. Kein Walkout, kein Schlitz. Dafür Premier League. Nee, Deutsch. Nee, Stindl. Müsste Lars Stindl gewesen sein. Ja, ein Premier League Spiel haben wir schon mal mit Sead Kolasinac. Ey, dieses Hörwagen, das geht gar nicht. Es ist so langsam. Was macht ihr denn da, EA? Wirklich, man buttert so viel Geld in dieses Spiel. Also, jetzt ich nicht ungefähr, aber so, ey, aber andere Leute. Und dann ist es noch nicht mal möglich, dass die Server laufen. Es ist doch, kann doch nicht wahr sein, dieses Spiel. Auch in der Weekend League, das denke ich mir auch nur. What the fuck, was ist denn da los? Jetzt 1,45er. Komm, bitte, ein Walkout. EA, please, give me a Walkout. Muss ja kein guter sein. Hauptsache ein Walkout. Kann meinetwegen auch ein Saudi-Trotz sein. Walkout, let's go. Trotz, Trotz. Ah, Helden. Den habe ich aus dem garantierten Pack auch schon gezogen. Ja, der ist gut. Wenn er bei der Bundesliga wieder ein 86er Rating verlangt wird, dann könnte der gut sein. Ich hoffe ja, dass eine Ehredivise trotz noch kommt oder das Super League trotz. Ja, das geht klar, aber wieder kein Premier League Spieler. Auf jeden Fall, damit bin ich zufrieden. Hätte ja auch ein Premier League trotz sein können. Naja. Je nachdem, wie es läuft. Also der Helden kostet auch nicht viel, aber ich will einfach jetzt ein bisschen noch Premier League Spieler haben. Also ich möchte Walkout, ist jetzt gar nicht so notwendig, aber einen Premier League Spieler halt. EA, bitte gib mir jetzt das Pack. Das kann doch nicht sein. Ich konnte doch gerade auch noch ordentlich Packs ziehen vor dem Video aus SBCs. Aber wenigstens, ja, einen Schlitz. Ah, Carvajal, 85. Carvajal. Daniel Carvajal. Kruse. Ne, kein Premier League Spieler von den seltenen. Die sind wirklich auch dann selten, die Premier League Spieler. Und wir haben einen einzigen, das heißt, wir werden jetzt noch ein normales Premier League Upgrade machen. Wenn der Shop mal laden würde. Also wir haben Carvajal. Heldentotz. Und den geilen Kramaric gezogen. Also 3 Schlitze. Wir werden jetzt auch eins von den normalen Upgrades machen mit den Non-Rare-Spielern, die wir haben. Und dann wir haben so viele seltene Silberspieler vor allem. Ich muss eigentlich mal wieder diese Upgrade-SBCs von den ganzen Icons machen, wo man so einen Goldspieler-Pack bekommt. Hier Walkout. Türk oder wie der Typ heißt. Ah, da haben wir wieder keine, oder? Nee. Da muss ich in den Mittelsturm, haben wir da was. Zudem hatten wir noch Ciano. Ach, mir reicht's aber. Gut. Dann machen wir noch eins von denen auf und dann sehen wir uns gleich nach einem kleinen Cut für euch, der für mich ein 45 Minuten wieder zum Premier League, zum Full Champions Rewards und hoffentlich ziehen wir da noch was Geiles, weil das tradable alles ist. Okay, ein Pack noch, Premier League, 3 Goldspieler. Können ja auch trotz drin sein, aber Gamer Bros hat davon gestern 90 aufgemacht, hatte keinen einzigen Walkout. Ja, wir auch nicht. Auch kein Schlitz, das ist auch ganz gut. Bubble, ja, Ryan Bubble.
Tomate, Bleminia. Ich mache vielleicht doch dafür ein paar Packs und bereite die vor für später. Auf jeden Fall dann danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten, also bis gleich. Wir sehen uns dann nach dem Kleinkart mit den Foot Champions Rewards. So Leute, jetzt sind wir auch mit den Foot Champions Rewards hier. Ihr könntet vielleicht im Hintergrund meinen PC hören. Falls es so ist, ich werde es ja beim Schneiden sehen. Entschuldige ich mich dafür, ich habe jetzt schon mal angemacht, weil er noch Updates macht und dann werde ich das Video schneiden. Wie gesagt, ich habe euch das Team der Woche gezeigt, die Team of the Seasons. Seht ihr hier nochmal die besten Spieler und das Team of the Week, wie gesagt, schon gezeigt. Es ist mittlerweile sogar schon 10 nach 10 und wir haben Silber 3 erreicht. Ja, wir haben nicht mehr wirklich gespielt, weil diese Mechanik war wirklich schwitzig. Aber ich muss sagen, wir haben am Ende 7 zu 12 beendet. Wir haben gar nicht so gut, so schlecht abgeschnitten. Wir hätten noch mit 11 Siegen auf 18 Siege kommen können. Aber mein Ziel wäre sowieso 11 gewesen, 5 Siege, aber ich habe dann am Ende keine Lust mehr gehabt. So, ja, geil, Da Costa. Team of the Season, Da Costa, 86. Geht klar, Leute. Und jetzt haben wir noch die Packs. Die 3 Stück müssten das sein. Dann machen wir noch so ein paar Family Packs auf. Ey, es ist schon... ist doch scheiße, Alter. Server. Hallo. EA Sports. Give me please the EA Server back. The shop. Ey, ja, endlich. 2,15 und ein 25k Pack. Also umgerechnet... Das kann doch nicht wahr... Alter, 30 plus 25 sind wir auch bei 55k, was im Text wert ist. Und ich, EA, was habt ihr denn heute schon wieder los? Ganz ehrlich, das kann doch nicht wahr sein, dass heute EA mit den Servern so reinkackt. Das sind 3 Minuten der Videos, sind, wo die Packs laden. Ja, die sind aber spät, deswegen. Naja, wenigstens Premier League Spieler, ich brauche noch 5 Stück. Dann habe ich die SPC fertig. Ja, 1, Torreira. Nee, vielleicht bei den Doppelten, hilft mir aber auch nicht. Nee, aber wir haben Hunter drin gehabt. Was mache ich das jetzt auf die Transferliste? Ein Premier League Spieler bekommen. Das kann nicht wahr sein, ey. Ich schon unter ein Problem auf. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Ich gehe jetzt einmal hier hin. Noch einmal so. Und jetzt. Bitte. EA Sports. Das fuckt schon wieder bei den Servern. Danke. Ah. Wieder das gleiche Spiel wie gerade. Vielleicht kriegen wir dann trotzdem noch Premier League Spieler. Also wir werden, auch wenn noch 2 oder so fehlen, noch welche kaufen. Also ich will unbedingt ein Pack machen. Das Pack habe ich jetzt einfach bekommen. Ist doch scheiße, Junge. Aber wir haben einen Premier League Spieler. Warte mal ganz kurz. Nein, Embolo nicht. Aber das tue ich mir herunter hin. Das heißt, noch 3 Spieler aus der Premier League müssten fehlen. Also das ist doch gar nicht, das geht gar nicht mit EA, ganz ehrlich. Ach, ich will mich darüber jetzt auch nicht aufregen. Ich will noch dieses eine Pack öffnen und dann reicht es auch für heute mit den Packs schon wieder. Also mit dem Spiel. Junge, EA, please, give me jetzt a Pack. Ich will auch nicht mal was Gutes ziehen, ich will einfach nur die Packs ziehen. Leute, versteht ihr das, wie ich mich aufrege deswegen? Ich kann das gar nicht irgendwie so nachvollziehen, weil das geht halt gar nicht irgendwie. Ey, Junge, Mann. Bring mich hin. Das ist ein SBC-Scheiße. Set-Angebote. Komm, wir ziehen jetzt die... Doch nicht.
Wir kaufen jetzt FIFA Points. Kappa. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Ich will doch nur 3 Minuten Video machen. Was kommt jetzt? Ja. Wenn es um Geld geht, dann macht die er hier. Lässt mich in den Shop rein, ne? Und das Spiel ist sowieso so lächerlich. Ich nehme schon wieder 5 Minuten auf und habe 2 Packs gezogen. Alter, kann doch gar nicht sein. Jetzt endlich. Nee, kein Walkout. Aber ein Schlitz. In Form, das geht klar, 10k. Ah, müsste dieser Rosales sein. Ja, Rosales. Damit bin ich zufrieden. Ja, aber kein Premier League Spiel leider. Ja, dann kaufen wir kurz 3 Stück eben. Ja, ist mir scheißegal, ob jetzt mal. Jetzt ist es mir egal, ob Probleme auftreten. Dann kaufe ich schnell einen Begovic. Der 2k kostet. Und jetzt wieder ein bisschen gesunken durch die Rewards. Danke. Und dann kaufe ich mir noch einen Antonio. Die sind sogar ein bisschen gesunken. Positiv. Finde ich das. Nein, nein, nein. Und noch einen. Deutsche Foy. Oder die Europäer. Ah, die sind wieder gesunken. Das heißt, du kannst den Text mittlerweile für 14k ungefähr machen. Ja, na klar. Aber mit der Costa bin ich zufrieden. 86 Rating. So, haben 3 gekauft. Ja. Yeah, vielleicht haben wir wieder noch ein zu wenig. Achso, uns fehlt sogar noch einer. Hier haben wir schon Antonio. Digga, das kann jetzt nicht sein. Meine Fresse, kaufe ich halt jetzt einen Wally für 30k. Kappa. Ist ein bisschen teuer, aber egal. So. Ein Upgrade haben wir gemacht und das muss jetzt auch reichen erstmal. Jetzt lass mich bitte in Shop dieses scheiß Spiel und gib mir wenigstens daraus wenigstens einen Schlitz und dann bin ich zufrieden. Ich gehe wieder raus aus dem Shop. Bin ich lost, Digga. Das kann doch nicht sein. Jetzt geht's nicht bestimmt. Ey. Mann, EA. Scheißspiel, Alter. Oh. Mann. Das ist so abfuck, dieses Spiel. Das. Ne. Das verstehe ich nicht. Dass ich das Spiel nicht so abfucken will. Mann. Jetzt komme ich anstatt auf eine 15-Minuten-Aufnahme auf eine halbe Stunde Aufnahme gefühlt wegen diesem Scheiß. Ich wollte ein kleines Video hochladen. Was ich schnell zu schneiden habe. Jetzt muss ich hier wieder 30.000 Mal schneiden. Mann. Ah. Danke. Jetzt kommt auf einmal gleich. Du musst dich um Gegenstände kümmern. Auf einmal wird das Pen nämlich schon geöffnet. In diesem Scheißspiel. Ah. Danke dafür, ey. Dass man ein Pack öffnen will, was man sich verdient hat und noch nicht mal dazu kommen kann. Endlich. Walkout, let's go. Tots, Tots. Alisson, Ederson. Let's go! Geil!
Ich werde ihn mal ausprobieren, ob er besser als De Gea ist, aber geil! Danke, EA Sports! Ja, Mann! Let's go! Das hat sich gelohnt, dafür zu warten. Danke, EA! Mann! Und jetzt hätte er noch ein Dirty oder so. Nee, aber Mkhitaryan, der auch 84 hat. Danke, EA Sports! Und damit beenden wir das Video. Wir haben Ederson gezogen, wir haben Helden gezogen. Wir haben gute Spieler insgesamt gezogen, finde ich. Und das war's jetzt vom Video. Trotz Problemen von EA, danke dafür. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss und auf Wiedersehen.